ist wieder da, Inspektor Gadget. Wer hat eine harte Spur? Oh, oh. Ja, natürlich er, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget. Hat eine heiße Spur, oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz ordentlich klar. Ja, ja, bei ihm macht's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm Hut. Schreckt vor nichts zurück, Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Oh, oh. Er ist ganz enorm, Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich er, Inspektor Gadget. Ich habe eine Überraschung für dich. Du wirst sehr zufrieden sein. Pass mal auf. Also, Dr. Dummkopf, ist die Verkleinerungspistole soweit? Wir erwarten nur noch Ihre Befehle, Dr. Kalle. Erlauben Sie mir, Ihnen eine kleine Demonstration zu geben. Bravo, ausgezeichnet. Und genau das sollt ihr jetzt mit Gadget machen. Ich möchte ihn in diesem Käfig sehen, bevor der Tag zu Ende geht. Bravo, Raffzahn, das war sehr gut. Ah, mein supergeheimes Gadgetophon hat geläutet. Ja, Ihr Inspektor Gadget? Sehr gut, Chef. Wo sind Sie? Hier, Gadget. Hier Ihre geheimen Informationen. Wir erwarten ein Komplott von Mad Stop. Auf der Messe für verrückte Erfindungen, Stop. Beginnen Sie sofort mit Ihren Nachforschungen, Stop. Diese Nachricht zerstört Sie von selbst. Wird gemacht, Chef. Tja. Oh nein! Immer das Gleiche. Tut mir leid, Sophie, aber ich muss jetzt leider aufhören. Ich habe einen super geheimen Auftrag. Los an die Arbeit, Raffzahn. Zu Befehl! Wir sollten lieber hinterhergehen. Ihr bekommt sicher Probleme. Diese Messe ist sehr interessant, nicht, Raffzahn? Ich bin ganz sicher, dass einer dieser Erfinder ein Metagent ist, Zeno. Bleib Onkel Gadget auf den Fersen. Ich sehe mich hier mal ein bisschen um. Ah, das ist doch der große Inspektor Gadget. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie sich für meine Erfindung interessieren. Was ist das für ein Gerät? Wozu dient dieser Griff da? Er dient dazu, das Licht dieser Halle zu löschen. Und das? Was ist das? Damit kann man Leute zum Erstarren bringen. Aber das hier ist meine schönste Erfindung. Ich führe sie Ihnen vor. Mit Vergnügen, Monsieur. Ich bin Professor Dummkopf. Das hier ist mein Ladegerät für Atombatterien. Genau das bräuchten Sie für Ihre zahlreichen Tricks. Wie funktioniert das, Professor? Sie brauchen nur auf den roten Knopf zu drücken. Ah, der da. Hau ab, du hässlicher Roboter! Noch ein oder zweimal, dann hätten wir's. Meine Batterien sind noch nicht aufgeladen. Ich glaube, wir müssen das noch mal probieren.
Aber ich habe den Eindruck, meine Kleidung ist etwas weiter geworden. Ich muss mich zu Hause gleich umziehen. Verfluchter Inspektor, jetzt ist er weg, bevor ich ihm meine zweite Dosis verpassen konnte. Fino, was ist denn mit dir los? Was meinst du? Der Professor? Professor Dummkopf? Er hat einen Verkleinerungsapparat auf Onkel Gadget gezielt? Komm schnell, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Jedenfalls ist hier auf der Messe keine Spur von einem Met-Agenten. Kommen Sie, Raffzahn. Wir nehmen einen treuen Gadgetto wahr. Los geht's. Oh nein, Fino. Wir müssen Onkel Gadget unbedingt helfen, bevor er schrumpft. Noch ein bisschen. Na, bitte. Ja, nun, mein Wagen benimmt sich ja so eigenartig. Diesmal bist du dran, Gadget. Aha, die Notbremse war blockiert. Deshalb reagierte der Wagen so eigenartig. Gadget, ich gehe ins Labor von Professor Dummkopf und versuche, ein Gegenmittel zu finden. Ich ziele auf ihn, wenn er aus der Garage kommt. Ich werde mich erst mal umziehen. Ich bringe Ihnen etwas, Inspektor. Suchen Sie sich lieber selbst was aus, Inspektor. Oh, ja. Danke, aber erst ruhe ich mich ein bisschen aus. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass mein Bett so groß war. Merkwürdig. Schlafen Sie gut. Dosis und er wird genau richtig für den Käfig. Ist er zäh? Fino! Hörst du mich? Was ist passiert? Professor Dummkopf hat Onkel Gadget noch kleiner gemacht? Oh nein! Hier muss sich doch irgendwo das Gegenmittel befinden. Ach du heiliger Strohsack. Jetzt bin ich selbst geschrumpft. Ich muss schnell ins Labor, um das Gegenmittel zu nehmen. Da ist es. Das Gegenmittel ist im Tresor. Ich brauche nur die Kombination. Nanu, ich glaube, ich habe Besuch. Wer kann denn das nur sein? Wo ist mein Verkleinerungsgerät? Ich hab's vergessen. Ich muss sofort zurück zu Gadget, um es zu holen. Hab ich eine Angst gehabt. Hörst du mich, Fino? Dummkopf hat sein Verkleinerungsgerät bei Onkel Gadget vergessen. Such es und versteck es. Ja, ist denn der völlig verrückt geworden? Hey, Fino! Ja! Ah, ein Spielzeugrevolver. Jetzt hat er sich noch kleiner gemacht. Ich sollte seine Kleidung ändern lassen, damit sie wieder passt. Hab ich gut geschlafen. Jetzt bin ich wieder in Hochform. Inspektor Gadget ist wieder dienstbereit. Also, dann los. Na sowas.
Irgendjemand muss mich im Schlaf in eine Dunkelkammer gesperrt haben. Achtung, lieber Gadget, was ist das für ein riesiger Anzug? Das ist doch sicher wieder ein Anschlag eines Mad-Agenten. Go, go, Gatti-Domini-Anzug. Go, go, Gatti-Domini-Schuhe. Und Gatti-Domini-Hut. Go, go, Gadgetto-Taschenspiegel. Tatsächlich, völlig komplett. Verstehe ich nicht, wieso baut man nur so große Häuser? Ah, Mad, ihr könnt was erleben. Ah, der liebe Inspektor Gadget ist wohl unter der Dusche. Ich wasche den Mantel. La 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 la, la la la, la la la. Praktisch, dieses Waschsystem. Ich bin in einer riesigen Waschmaschine. Go, go, Gadgetto-Arme. So ein Krach, die arbeiten schon wieder an der Autobahn. Unglaublich, dass man so einen Lärm machen darf. Ich frag mich, was Inspektor Gadget so lange macht. Es war nicht leicht, seine Anzüge in verschiedene Größen zu ändern. Jetzt hat er Auswahl. Huhu, Inspektor! Also sowas? Was war eigentlich los? Inspektor! Inspektor, wo sind Sie? Ach, du lieber Gadget, Matt hat aus Raffzahn einen riesigen Roboter gemacht. Was ist denn das für ein Durcheinander hier? Ah, sieh mal einer an. Das muss ein Spielzeug von Sophie sein. Das ist die schönste Reproduktion vom Inspektor, die ich je gesehen habe. Jetzt bist du wieder im Puppenhaus von Sophie. Lass mich hier raus, du schreckliches Monster! Eine fantastische Puppe. Was wohl Inspektor Gadget sagt, wenn er sie sieht? Inspektor Gadget! Was machst du mit der Spielpistole? Los, verschwinde! Ah, du hast es! Gib mir das sofort zurück! Was hast du mit mir gemacht? Na, warte. Fino, hörst du mich, Fino? Kannst du mich hören? Ich habe das Gegenmittel gefunden. Und wo steckst du? Bravo, du hast das Gerät. Ich rufe Chef Gontier und komme dann zu dir. Ah, du schon wieder. Jetzt reicht's mir aber langsam. Los, gib mir sofort das Ding her. Oh nein. Das ist ja eine richtige Katastrophe. Ich kann doch nicht so durch die Gegend laufen. Ich muss mein Verkleinerungsgerät wieder haben und dann sofort ins Labor zurück. Also überall liegt das Spielzeug von Sophie rum. Schrecklich. Na los, komm ins Puppenhaus zu den anderen. Ach, du lieber Gadget, ich habe keine Chance, schon wieder dieser riesige Roboter. Go, go, Gadgetto-Beine. Die Puppe ist wirklich fantastisch. So eine hätte ich auch gerne. Hey, komm zum Leben, Onkel Raffzahn, kleine Puppe. Ich muss meine Strahlenpistole wieder haben, bevor dieser Idiot Raffzahn zurückkommt. Oh, go, go, Gadgetto Schrauber! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Los, hau ab! Nein! Nein, Licht nach oben! Raus, sagte ich! Halt! Halt
Ach, du lieber Gadget, ein riesiger Finot-Roboter. Warte! Gadget, das ist zu schön, um wahr zu sein. Wollen wir mal. Ach du lieber Gadget. Da ist ja mein lieber kleiner Wagen. Das nenne ich Glück. Jetzt kann ich aus diesem riesigen Haus entfliehen. Ach du lieber Gadget. Wieder dieser Roboter. Das Lenkrad. Ich muss so schnell wie möglich hier raus. Ich werde das Flugzeug nehmen. Ja, ich hoffe, es fliegt noch. Der Wagen macht mit mir, was er will. Dann gehe ich eben zu Fuß. Fino! Ich finde, jetzt treibst du es aber zu weit. Jetzt ist das Ding sicher kaputt. Ich werfe es weg. Ach, lieber Gadget, sieht aus wie eine Rakete. Das muss ich sofort dem Chef melden. Ich werde dem Inspektor erzählen, wie ungezogen du warst. Fino, was ist passiert? Merkwürdig, wie bin ich bloß auf dieser Müllkippe gelandet? Raffzahn! Guten Tag, Sophie, wie geht's dir? Ach, du lieber Gadget. Go, go, Gadget, du Arme. Onkel Gadget. Meine Güte, es geht weiter. Eine riesige Sophie als Roboter. Ich hab das Gegenmittel. Schluck die Tabletten, Onkel Gadget. Inspektor, was machen Sie denn da drin? Wieso bin ich denn mit einem Mal zu Hause? Gadget, wir sehen uns wieder, aber dann krieg ich dich! Gadget? Da sind Sie ja, Chef. Schön, Sie zu sehen. Sie haben ja den Strahlenrevolver. Wie ist er denn in Ihre Hände gelangt? Wissen Sie, das ist eine lange Geschichte. Aber erlauben Sie, dass ich erst mal ein kleines Experiment mache? Oh nein! Gadget! Ja, Chef? Geben Sie mir sofort meine normale Größe wieder. Das ist ein Befehl! Die Tiere sind wie die Menschen. Wenn man ihnen eine Mahlzeit bereitet, muss sie auf einem sauberen Napf sein. Du hast völlig recht, Sophie.
Aber man muss den Napf gleich nach Beendigung der Mahlzeit säubern. Aber Onkel Gadget, Fino war doch noch nicht fertig. Man darf einen Hund niemals stören, wenn er frisst. Du hast schon wieder recht. Ich fürchte, wir müssen uns einen neuen Mülleimer kaufen, Sophie. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz ordentlich klar. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran, zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da, Inspektor Gadget? Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er, Inspektor Gadget.